Hoher Landesparteitag, sehr geschätztes Präsidium, lieber Dominik, liebe Delegierte, liebe Wiener Freunde. Ich meine, ich habe jetzt auch schon einige politische Kilometer am Tacho, muss ich sagen. Also ich bin immer der jüngst Gediente in dieser Funktion, habe einiges gesehen und deswegen weiß ich, wie es euch jetzt natürlich geht in dieser Situation. Das ist mir vollkommen klar. Ich bin auch schon dort unten gesessen und habe dann eigentlich nur mehr darauf gewartet, dass es endlich so weit ist und dass man dann den Obmann endlich wählen kann und mit der entsprechenden Unterstützung ausstatten kann, die er sich auch verdient hat. Und ich denke, mir ginge es heute ganz genauso, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre und wählen dürfte. Ich bin heute nur ein einfacher Gastarbeiter und ihr wisst, in unserem Modell haben Gastarbeiter kein Wahlrecht und das ist auch gut so. Aber ich möchte schon sagen, das wäre jetzt in Wahrheit natürlich auch der richtige Zeitpunkt. Goldrichtig, selbstverständlich, nach diesen beeindruckenden Berichten aus den verschiedenen Bereichen, wo wesentliche Spieler der Wiener Landespartei eine hervorragende Arbeit leisten. Und selbstverständlich nach dieser fulminanten Rede eures Landesparteiobmannes, wo ja alles drin war und alles dran war, was es braucht für einen Wiener Bürgermeister, lieber Dominik, und ich gratuliere dir dazu ganz, ganz herzlich. Und noch was möchte ich an dieser Stelle sagen, lieber Dominik und hohes Präsidium, ich und wir alle, und da rede ich jetzt von der gesamten Bundespartei und da rede ich natürlich auch von allen anderen Bundesländern und von allen Teilorganisationen der Freiheitlichen Partei. Ich und wir alle, wir sind unglaublich stolz auf dich und auf unsere Wiener Landesgruppe, auf dich und dein Team und wir freuen uns mit euch über diesen fulminanten Wiederaufstieg, den ihr hingelegt habt in der letzten Zeit aus einer ganz, ganz schwierigen Phase heraus. Das muss euch erst einmal einer nachmachen, lieber Dominik, und das zeigt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und wir können uns alle erinnern, liebe Freunde, vor ein paar Jahren, da haben sie alle über uns gelacht. Da haben sie gelacht über unsere Schwäche. Na, ich würde sagen, schauen wir mal, ob sie nach den nächsten Wahlen auch noch lachen, die Herrschaften von unserer gegnerischen Einheitspartei. Ich glaube, denen wird das Lachen vergehen. Das, was wir sehen, werden sind eingeschlafene Gesichter, liebe Freunde, an diesen Wahlabenden, die jetzt in Reihen einer nach dem anderen kommen. Ich bin mir jedenfalls ganz, ganz sicher, dass du heute hier, lieber Dominik, als Dank und als Anerkennung für deine und für die Leistung deines Teams und für deine Unbeugsamkeit und zugleich natürlich auch als Auftrag für die Zukunft mit einem fulminanten Ergebnis ausgestattet wirst und bestärkt und bestätigt aus diesem Parteitag hervorgehen wirst. Da können sie die Roten jetzt schon anschneiden in ihrer Räuberhöhle, wie du das nennst, am Rathausplatz, weil denen wird im nächsten Jahr das Handwerk gelegt. Aber liebe Freunde, bis es soweit ist, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Ein bisschen dauert es noch, weil ich habe nämlich auch einen Slot gezogen, wie man so schön sagt, einen kleinen Zeitslot hier bei eurem Hochamt des Wiener Landesparteitags. Und diesen Zeitslot, den möchte ich dafür nutzen, um etwas ganz, ganz Grundsätzliches anzusprechen. Etwas, was mir total am Herzen liegt und was mir ganz, ganz wichtig ist. Wisst ihr, 2024 ist ein Superwahljahr. Das hören wir ja jeden Tag, das lesen wir überall, das wird ja Land auf, Land ab, überall getrommelt. Aber es ist noch viel mehr. Es ist ein echtes Entscheidungsjahr. Es ist ein Superwahljahr mit Entscheidungscharakter. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, so etwas hat es in dieser Form auch noch nie gegeben. Und da kommen mehrere Komponenten zusammen, die den Grund dafür ausmachen. Erstens hat das damit zu tun, dass es Europa und weltweit immer mehr Verwerfungen gibt. Denkt an die Kriege, denkt an die Krisen, denkt an den Irrsinn, der da in immer höherer Intensität und in immer kürzeren Intervallen über uns hereinbricht. Denkt daran, dass in diesem Jahr europaweit wesentliche Weichenstellungen getroffen werden und dass diese Weichenstellungen in Europa zusammenfallen mit ganz, ganz wesentlichen Weichenstellungen auf der anderen Seite des Atlantik in den Vereinigten Staaten im November dieses Jahres.
Das ist der erste Grund für dieses besondere Wahljahr und für dieses Jahr der Entscheidung. Das zweite hat zu tun, selbstverständlich, mit der katastrophalen Bilanz dieser Regierung und ihren Steigbügelhäutern, die ja zusammen, und man kann es nicht anders sagen, wirklich eine Spur der Verwüstung durch dieses Land gezogen haben. Ja, liebe Freunde, so etwas hat es ja noch nie gegeben. So heimtückisch, so schwach, so planlos und so falsch und verlogen gegenüber der eigenen Bevölkerung hat ja noch nie eine Regierung in diesem Land gearbeitet wie die jetzige. Das muss man ja einmal auch im Klartext aussprechen. Und so unterwürfig und so billig und so duckmäuserisch hat sich noch nie eine Opposition präsentiert und hergegeben, wie SPÖ und NEOS das jetzt tun. Deshalb rede ich immer von der Einheitspartei. Diese sogenannte Opposition aus Rot und Rosarot, das sind politische Kostgänger der schlechtesten Regierung aller Zeiten. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, das hat natürlich auch ein bisschen was mit uns zu tun bei dieser Sondersituation. Das ist nämlich unsere aktuelle Stärke, jetzt schon über einen längeren Zeitraum, dass wir ganz vorne liegen bei den Umfragen, dass wir einen enormen Zuspruch haben bei der Bevölkerung, dass wir den Führungsanspruch stellen auf Bundesebene als Freiheitliche Partei. Das ist ja etwas, das die anderen bis heute nicht verkraftet haben, wo sie nicht damit umgehen können. Aber ich frage euch, liebe Freunde, wer soll denn sonst den Führungsanspruch stellen in diesem Land, wenn nicht wir und wenn es hier irgendetwas noch zu retten gibt für die kommenden Generationen? Also, diese Sondersituation hat schon auch mit uns zu tun. Mit der positiven Stimmung für uns, mit der Erwartungshaltung der Menschen gegenüber der Freiheitlichen Partei, mit der Hoffnung, die sie in uns hinein investieren und mit den berechtigten Wünschen und mit ihren berechtigten Erwartungen, wo sie uns ihr Vertrauen geben, weil wir die Einzigen sind, denen sie zutrauen, das auch tatsächlich zur Umsetzung zu bringen. Und deshalb, aus allen diesen Komponenten zusammen, sage ich immer, wir leben in einer unglaublich verdichteten Zeit. Ich glaube, das ist ein schöner Ausdruck für das, was derzeit sozusagen der emotionale Zustand ist. Und in dieser verdichteten Zeit muss uns allen klar sein, dass darin eine riesige Chance für unsere Heimat liegt, aber auch eine riesige Portion an Verantwortung für jeden Einzelnen von uns. Für jeden Einzelnen hier heroben, hier und auch für diejenigen, die die Freiheitliche Partei repräsentieren und heute nicht hier als Delegierte dabei sind. Diese Verantwortung kann niemand an irgendjemand anderen delegieren. Wisst ihr, man hört so oft so Sätze wie: Das ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Oder es ist unglaublich, wie schnell sich die Zeiten ändern. Und genau diese Sätze möchte ich jetzt kurz aufgreifen und mit euch ein bisschen durchdenken an einem Beispiel, weil ich glaube, dass man daraus etwas ganz was Wichtiges ableiten kann für uns alle. Es ist heute schon öfters angesprochen worden von den Vorrednern, von der Begrüßung beginnend eigentlich. Und ich habe heute auch schon daran gedacht, an den letzten Parteitag hier herinnen, das war im April 21. Ich habe da auch das Vergnügen gehabt, sprechen zu dürfen. Und es war eine Zeit, wo du einen Feldstecher gebraucht hast, um ganz nach hinten zu sehen, und du hast trotzdem die Gesichter der Menschen nicht erkennen können. Überall Maskierte, liebe Freunde, überall Fotografen, die darauf gewartet haben, dass sie einen für einen kurzen Moment quasi oben ohne erwischen, um daraus wieder einen Skandal zusammenzuzimmern. Überall Abstandsregeln, Auflagen noch und nöcher, Babyelefanten, alles steril und alles isoliert. Und ein Lunchpaket hat es auch gegeben, das weiß ich noch, aber die Tische waren so weit auseinander, dass man sagen muss, das war wie die Verköstigung in Isolationshaft. So ähnlich ist mir das damals vorgekommen. Und das, liebe Freunde, das war ja wohl bitte ein Sinnbild für das Corona-Regime schlechthin, das damals so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ein Sinnbild für eine vollkommen evidenzbefreite und kontraproduktive Politik der Zwangsmaßnahmen. Und damit ein Sinnbild, und ich sage das ganz bewusst in dieser Deutlichkeit, für ein Verbrechen an der Menschlichkeit, begangen von der eigenen Regierung und ihren Steigbügelhaltern an der eigenen Bevölkerung. Ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Das muss man so deutlich formulieren, weil wenn man das nicht deutlich formuliert, dann wird man der Schuld nicht gerecht,
die diese Herrschaften alle auf sich geladen haben. Und da sollen sie bitte nicht wehleidig sein und nicht empfindlich, wie man das dann hört. Die Fahndungslistenersteller aus den vergangenen Jahren sind jetzt plötzlich wehleidig, wenn man ihnen den Spiegel vorhält. Selber haben sie kein Problem gehabt, eine Fahndungsliste nach der anderen zu erstellen. Die Herrn Nehammer, die Frau Edstadler, der Herr Schallenberg, Anschober, Mückstein, Rauchs und wie sie alle heißen, unseligen Angedenkens. Und weil ich gerade von der Frau Edstadler rede, die hat in einem Interview gesagt, sie traut mir alles zu, weil sie mich gut kennt. Liebe Freunde, gut kennen tut mich meine Familie, gut kennen tut mich meine Freunde, gut kennen tut mich meine engsten Arbeitskollegen. Aber eines, das kann ich der Frau Edstadler sagen, kennenlernen wird sie mich vielleicht noch, wenn wir die Corona-Schweinereien in diesem Land aufarbeiten. Dann kann sie davon sprechen. Also, das war damals so und jetzt, 2024, hier und heute, ein paar Jahre später, jetzt steht den Folterknechten das Wasser bis zum Hals, ja, weil die Bilanz sich nicht mehr verbergen lässt. Das ist doch ein Desaster. 45 Milliarden in den Ofen geschossen, mehr Tote als Länder, die auf das alles verzichtet haben, eine Spaltung der Gesellschaft, Psychoterror gegen die eigene Bevölkerung und so weiter. Und jetzt bricht ihnen auch noch ihr letztes Rückzugsargument zusammen, das da lautet, ja, wir haben es ja nicht besser gewusst. Seit den Enthüllungen rund um diese RKI-Protokolle, liebe Freunde, wissen wir, dass auch das erstunken und erlogen ist und dass in Wahrheit die Politik der Treiber hinter all diesen Maßnahmen gewesen ist. Und ich garantiere euch, so wie es in Deutschland war, so ist es auch in Österreich gewesen und wir werden das alles aufdecken. Da gibt es kein politisches Entkommen und Davonschleichen für die Verantwortlichen, so wahr ich hier stehe. Und jetzt... Warum sage ich das so ausführlich? Warum sage ich das so ausführlich? Ganz einfach deshalb, weil dieses Corona, weil dieses Beispiel, weil diese Entwicklung, weil dieser Verlauf, den wir hier gesehen haben, weil das ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie wir eine Wende vom Negativen zum Positiven, eine Wende vom Bösen zum Guten zustande bringen werden und zustande bringen können. Deswegen reite ich so sehr darauf herum. Weil eines, liebe Freunde, ist sonnenklar. Hinter dieser Veränderung ins Positive, und ich rede jetzt nur einmal von dieser Corona-Sache, hinter dieser Veränderung, dem Unterschied zwischen damals und heute, da steckt nur eine einzige treibende Kraft. Da steckt nur eine einzige Einstellung, Mindset, würde man heute auf Neudeutsch sagen, ohne die diese Überwindung niemals möglich gewesen wäre, ohne die das alles nicht gelungen wäre. Und wisst ihr, was das ist? Diese einzige Einstellung und diese einzige treibende Kraft, das ist der Schulterschluss zwischen uns Freiheitlichen und der ganz normalen Bevölkerung in diesem Land zu einer gemeinsamen, großen, kräftigen und dynamischen Bewegung aus der Mitte der Bevölkerung heraus. Das ist der Grund dafür, dass es diese Veränderung gegeben hat. Ich rede von einem Schulterschluss mit der Bevölkerung auf Augenhöhe, im Geist von Freiheit, von Selbstbestimmung, von Wahrheit und von Gerechtigkeit. Das sind doch die Tugenden, um die es in der Politik geht und niemals um irgendwelche Posten und irgendwelche Positionen. Und ich rede von einem Schulterschluss zu einer Bewegung des Volkes im Kampf gegen das System, das es nicht gut meint mit der eigenen Bevölkerung. Das spüren die Menschen ja, das merken sie ja, dass ihnen ihre eigenen Anliegen, dass das den Herrschaften da oben zu minder ist, dass die alle glauben, über die Bevölkerung drüber fahren zu können, sie für dumm zu verkaufen, sie für abhängig halten, für hilflos und für wehrlos. Aber damit werden wir Schluss machen, liebe Freunde, mit dem Ergebnis auch der kommenden Wahlen. Und genau dieser Schulterschluss, und das ist der Punkt, genau dieser Schulterschluss zu einer Bewegung des Systems, zu einer Bewegung gegen das System. Das ist das Geheimnis der Kraft der positiven Veränderung. Das ist es. Und das müssen wir jeden Tag verinnerlichen, in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Und jeder und jede einzelne von uns hat diese Aufgabe. Und noch was,
Nur das, nur dieser Schulterschluss und nichts anderes. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, ist auch der Grund dafür, warum wir als FPÖ heute so einen großen Zuspruch bei der Bevölkerung haben und allen anderen der Angstschweiß auf der Stirne steht. Liebe Freunde, die anderen Parteien sind in diesem Moment getrieben von einer Mischung aus Wut und Angst, Verzweiflung und Frustration. Das ist das, was sie antreibt. Und deswegen versuchen sie jeden Tag irgendetwas Neues in Bewegung zu setzen gegen die Freiheitliche Partei. Aber das wird ihnen nichts nutzen, weil sie nicht ankommen gegen folgende Dinge, die wir verinnerlicht haben. Hingabe, Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Standhaftigkeit und Tapferkeit, liebe Freunde. Das ist viel, viel stärker als alle Dreckskübel der Einheitspartei miteinander. Und es ist eigentlich ganz einfach, weil dieser Kampf, der geführt werden muss, ja immer und überall der gleiche ist in allen wesentlichen politischen Feldern. Denkt an die Frage der Völkerwanderung, die Favoriten der Zustände lassen grüßen. Es wird einem ja regelrecht übel, wenn man die Nachrichten aus diesem Bezirk hört, wenn man die Bilder von dort sieht, diese Kettenreaktion ins Negative, diese Explosion von Dingen, die niemand, der normal tickt, auch nur annähernd haben will. Aber all das ist nicht vom Himmel gefallen. All das, diese Gewalt, diese Brutalität, diese Gegengesellschaften, dieser Verlust der staatlichen Autorität und für die Österreicher, die dort noch wohnen, der Verlust an Heimat. Liebe Freunde, das ist das Ergebnis einer nicht Jahre, sondern jahrzehntelangen verfehlten Politik der Einheitspartei. Das ist eine Mischung aus Blödheit, aus Mutlosigkeit und aus Träumereien, aus linken Spintisierereien, muss man in dem Zusammenhang sagen. Und in diesem Konzert... Und in diesem Konzert der Versager, das muss man sagen, glänzt einmal mehr als größter und lautester Lügner die ÖVP vor allen anderen. Und auch hier ist es die Freiheitliche Partei, die Recht hat in diesem Bereich. Ich sage nur Festung Österreich, ich sage nur Nullquote beim Asyl, ich sage nur Ausreisezentren und alles das, was dazugehört. Ich sage nur Abschiebungen nach Afghanistan. Und wir sind hier in einer Tradition eines Jörg Haider und eines Volksbegehren Österreich zuerst, der vor Jahrzehnten schon gewusst hat, wohin die Reise gehen muss, damit das Land nicht den Bach hinuntergeht. Aber anstatt die Missstände zu bekämpfen, haben sie die Freiheitlichen bekämpft und genau so machen sie es heute wieder. Und auch in diesem Fall, bei dieser Problematik dieser Völkerwanderung, auch hier wird der Schulterschluss mit den normalen Leuten, mit der Bevölkerung, diese Veränderung zum Positiven bringen. Genauso, wie wir es bei Corona geschafft haben. Die Menschen haben ihre Erfahrungen gemacht, bittere Erfahrungen, seit 2015. Ja? Sie kennen ihre Peiniger. Sie wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass diese Zustände in diesem Land eingerissen sind. Sie kennen alle Lügen und alle Manipulationen. Und ich kann euch nur sagen, ich spreche mit sehr, sehr vielen Menschen. Sie haben es satt und sie haben Recht damit. Und genau deshalb sind sie bei uns. Genau deshalb sind sie in diesem Schulterschluss mit der Freiheitlichen Partei und unterstützen diesen notwendigen Umschwung. Und mit dabei, und Dominik hat schon angesprochen, sind auch diejenigen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, auf legalem Weg, ja, die sich zu benehmen wissen, die wissen, was sie gehört, die fleißig sind, die tüchtig sind, die sich integriert haben, die keine Kurse dafür gebraucht haben, sondern denen, dass der Hausverstand selbst gesagt hat und die in der Zwischenzeit wertvolle Teile unserer Gesellschaft geworden sind. Die sind auch bei der Freiheitlichen Partei. Und ich sage euch eines, diese... Ich sage euch eines, diese gut integrierten Zuwanderer, die sind mir tausendmal lieber als diese rot-grünen Spinner, die von nichts eine Ahnung haben, die irgendwo in ihrer heilen Welt leben und allen anderen die Missstände zumuten wollen. Und sie sind mir tausendmal lieber als die schwarzen Versager, allen voran die,
die Blindschleiche im Innenministerium namens Karner. Da sind mir die anderen viel, viel lieber. Da weiß ich, woran ich bin. Und liebe Freunde, das ist das Problem der Völkerwanderung. Ja, das ist ja das Problem, die Völkerwanderung. Die Migration ist das Problem, die Massenmigration, nicht die Remigration. Da hat der Harald Wilimski schon recht. Aber genau den gleichen Kampf, den müssen wir führen, Seite an Seite und wieder im Schulterschluss mit der Bevölkerung gegen das System zur Rettung unseres Wohlstands. Ja, selbstverständlich, dass nicht alles den Bach hinuntergeht, was die Alten unter Verzicht und unter Entbehrungen aufgebaut haben. Den müssen wir führen für ein leistbares Leben. Mieten, Strom, Gas, tanken, alles, was dazugehört. Den müssen wir führen gegen diesen fanatisch-ideologischen Ökokommunismus, der da das Kind mit dem Bad ausschütten will. Und den müssen wir selbstverständlich führen gegen diese hirnrissige Kriegstreiberei, ja, die jeden Tag nur eine Verlängerung des Sterbens und des Leids bedeutet, ohne irgendwo eine positive Lösung zu bringen. Und diesen gleichen Kampf, den müssen wir dort führen, wo es gegen die Zerstörung unserer Identität geht, wo unsere Art zu reden, unsere Art zu denken, unsere Art zu fühlen, unsere Art zu schreiben angegriffen wird. Dieser ganze Irrsinn von Wokeness und Cancel Culture und Gender-Regenbogen-Kult, der natürlich die Fundamente unseres Zusammenlebens zerstört. Und auf der Basis ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit von irgendjemand, der zu uns kommt, eine Integration und eine Anpassung zu verlangen. Ja, an was denn? An was sollen sich die denn anpassen, wenn eh alles wurscht und alles gleichgültig ist und keine Ordnung und gar nichts mehr gilt? Nichts ist mehr normal. Und deswegen bringen Sie Ihre Gesellschaftsmodelle hier auch zur Anwendung und der Staat schaut hilflos und tatenlos zu, wie eine Schildkröte, die am Rücken liegt. Liebe Freunde, der Kampf muss auch geführt werden gegen den Angriff auf das Eigentum, ja selbstverständlich, gegen die Bestrafung von Leistung, wie sie heute ja jeden Tag allgegenwärtig ist. Je mehr du tust, desto mehr wirst du gestraft von dieser gefräßigen Bürokratie der Einheitspartei. Der Kampf muss geführt werden gegen die Unterjochung durch internationale Organisationen, wurscht ob die Europäische Union oder WHO oder sonst wie heißen. Und er muss geführt werden gegen unsere Auflösung, gegen die Auflösung Österreichs in einem europäischen Zentralstaat, wie ihn in der Zwischenzeit eigentlich schon fast alle anderen Parteien außer der Freiheitlichen vorantreiben. Und all das ist unsere Aufgabe. Überall müssen wir diese Wende zum Positiven herbeiführen. Und ich spüre, dass das greifbar ist. Das liegt in der Luft. Das ist nichts Utopisches, sondern wir sind sehr, sehr knapp vor der Erreichung des Ziels. Und wenn wir weiter mit Hingabe, mit Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Standhaftigkeit und Tapferkeit diesen Schulterschluss mit der Bevölkerung vollziehen, dann wird uns nichts und niemand aufhalten. Und das, liebe Freunde, ist die wichtige Botschaft, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Und das und nichts anderes ist auch der Kern der Idee, des Gedankens, der Vision des Volkskanzlers. Das ist der Kern. Und es ist irgendwie symptomatisch, dass die meisten Angriffe gegen das Projekt des Volkskanzlers von einer Partei kommen, die selber Volkspartei heißt, liebe Freunde. Da sieht man, wie weit der Zustand der Verwahrlosung und der geistigen und intellektuellen Degeneration bei diesen Herrschaften schon fortgeschritten ist. Unheilbar, würde ich sagen. Ja, und deshalb werden diese kommenden Wahlen eben Schicksalswahlen sein, weil diese Frage entschieden werden muss. Geht alles im Wesentlichen so weiter wie bis jetzt? Das ist das Konzept oder das Angebot, eigentlich muss man sagen, die Drohung der Einheitspartei. Daran wird ja gebastelt, dass alles so weitergeht wie bisher, in den Hinterzimmern, hinter der Tapetentür offenbar vom Herrn Bundespräsident. Der will jetzt, nachdem er Geburtshelfer war, der schlechtesten Regierung aller Zeiten, offenbar gemeinsam mit den Vertretern der Einheitspartei das nächste Monster auf die Welt bringen und auf die Österreicher loslassen in Form dieser Austroampel. Nix da, Herr Bundespräsident, da werden Ihnen die Wähler einen Strich durch die Rechnung machen. Also, das ist die eine Seite. Und das andere ist, die andere Möglichkeit ist der Befreiungsschlag für die eigene Bevölkerung.
Der Wechsel im System, diese grundsätzlich andere Ausrichtung der Politik, die Rückankoppelung von politischen Entscheidungen an den Willen und an die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung, das ist der Artikel 1 unserer Bundesverfassung. Und das hat zu zählen als Fundament alles dessen, was wir tun. Und die Frage wird sein, ob dann auch endlich Mut und Entscheidungsfreude und Ehrlichkeit und Respekt gegenüber der eigenen Bevölkerung in die höchsten Ämter dieser Republik einzieht, weil ich glaube, dass es das ist, was es braucht. Und das ist unser freiheitliches Angebot an die Wähler. Wir können es nur anbieten. Annehmen müssen es die Wähler. Aber ich bin guter Dinge, das sagt mir mein Gefühl. Ich bin überzeugt davon, dass sehr, sehr viele, viel mehr als es der Einheitspartei lieb ist, bereit sind, diesen Schulterschluss mit uns zu machen, den Weg mit uns zu gehen und uns zu unterstützen. Denen werden die Augen aufgehen, das kann ich euch sagen, bei den Wahlen zum EU-Parlament und bei den Nationalratswahlen. Und wir haben die besten Programme, wir haben die beste Einstellung, das Herz am rechten Fleck. Und wir haben natürlich die besten Spitzenkandidaten und die besten Teams. Für die EU-Wahl, da haben wir überhaupt gleich ganz vorne zwei Wiener Kandidaten. Zwei Wiener Kandidaten mit dem Harald Wilimski und mit der Petra Steger. Einmal männlich, einmal weiblich, Herz, was willst du mehr? Trans, quer oder inter können wir und wollen wir gar nicht anbieten. Da sollen sich die anderen austoben auf ihrer Kandidatenliste. Uns reichen diese beiden Geschlechter, würde ich meinen. Und ich bin regelrecht froh, dass wir die beiden haben für die Politik, den Harald und die Petra. Weil wenn jetzt nicht die EU-Wahlen wären und sie würden nicht so dringend auch von uns gebraucht werden als Speerspitze in Brüssel, hätte ich schon Angst, dass sie uns als neues James-Bond-Pärchen abgeworben werden. Der Harald als Nachfolger für den James Bond und die Petra als zugehöriges Bond-Girl. Ich finde, das wird ganz gut passen. Und bei der Nationalratswahl, ja, da möchte ich selber von der Spitze weg diese Wahlbewegung führen und zum ersten Mal in der Geschichte das, was bisher als unmöglich gegolten hat, realisieren, nämlich einen freiheitlichen Wahlerfolg, die Nummer 1 bei der Nationalratswahl zu erreichen. Nicht für mich, das soll keiner glauben, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, sondern deshalb, weil nur so mit diesem ersten Platz diese Weichenstellung in Richtung einer Volkskanzlerschaft eingeleitet werden kann, die dieses Land so dringend braucht. Und da brauchen wir einen Wahlerfolg und da brauchen wir ein klares Ergebnis, wo es nichts mehr zum Heruminterpretieren gibt, was die Abstände betrifft. Und daran arbeiten wir, damit irgendjemand in der Hofburg nicht vielleicht noch auf blöde Gedanken kommt, liebe Freunde. Je klarer, desto weniger Interpretationsspielraum. Ja, und im kommenden Jahr, da ist dann Wien an der Reihe. Ja, jetzt haben wir zwei Wiener EU-Kandidaten. Bei der Nationalratswahl wird mich ein sehr, sehr starkes Wiener Team mit dem Harald Stefan an der Spitze unterstützen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird unsere Schlagkraft enorm erhöhen. Danke dir, lieber Harald, dafür. Aber 24 seid dann ihr selber dran. Und ich bin davon überzeugt, dass mit dem Dominik an der Spitze ihr in Wien für einen aber ganz massiven Aderlass bei der Sozialistischen Partei sorgen werdet. Ihr werdet diejenigen sein, die nicht dem Räuber, weil das ist ja zu wenig, sondern den Räubern Rathausplatz im kommenden Jahr das Handwerk legen werdet. Und dann ist sozusagen die Bühne frei für einen freiheitlichen Schutzpatron der Wiener Bevölkerung. Einen, der auf die Leute schaut, sie schützt und sie verteidigt, statt sie im Stich und im Regen stehen zu lassen wie bisher. Das ist der Plan, weil, so wie es vorher hinter mir gestanden ist, Wien sind wir und das geht umgekehrt auch, wir sind Wien. Genau so ist es, so einfach, so klar, so logisch. Und lieber Dominik, du hast gezeigt, was in dir steckt. In einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Unser Dominik hat Charakter bewiesen, er hat Mut bewiesen, er hat Können bewiesen, Geschick und Fingerspitzengefühl. Aber ich bin ja noch nicht zufrieden, lieber Dominik, weil da geht noch mehr.
Und zwar ganz einfach deshalb, weil du jetzt ja gemeinsam mit uns allen aus einer Position der Stärke heraus diese Herausforderungen annehmen kannst und in diese Wahlauseinandersetzung mit der Einheitspartei auch in Wien eintreten kannst. Aus der Offensive in die Offensive, lieber Dominik, und ich weiß, du wirst das tun mit deinem Team. Und innerparteilich. Innerparteilich wird dir diese Stärke und diese Kraft jetzt dann gleich, weil jetzt bin ich am Ende, jetzt dann gleich bei den Wahlen zum Landesparteiobmann durch deine Delegierten gegeben werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt, das wird ein eindrucksvolles Ergebnis und eine eindrucksvolle Bestätigung und ein Auftrag natürlich zugleich für dich werden. Die Glücks- und Erfolgsformel lautet wie folgt: Geschlossenheit plus Entschlossenheit mal Glaubwürdigkeit zum Quadrat ist gleich Wählervertrauen und Wahlsieg. Liebe Freunde, wendet diese Glücks- und Erfolgsformel an und alles wird gut. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Team und allen Kandidaten, die sich heute zur Wahl stellen, einen großartigen Zuspruch und dem weiteren Parteitag einen guten Verlauf. Danke und Glück auf! Applaus